Hi Mädels, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Floss. Heute möchte ich nach langer Zeit wieder mal ein DM-Haul mit euch starten. Und zwar habe ich seit langem kein DM-Haul mit euch gemacht, da ich nicht bei DM sehr, sehr lange nicht eingekauft habe. Ich habe einmal hier einen vollen Korb und einmal hier eine Tüte, so Tasche. Und ja, möchte ich euch direkt zeigen. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht übertrieben, wenn ich euch sage, es ist ein XXL-Haul. Auch wenn es so klein aussieht, es hat nämlich mehrere Zehner gekostet. Mehr als 60 Euro war es am Endeffekt. Ich glaube, ich habe es ausgekostet, dass ich nach langer Zeit wieder Zeit gefunden habe, dort in den Regalen zu stöbern. Für mich habe ich neue Sachen entdeckt. Ich weiß nicht, ob es auch für euch was Neues ist. Ja, ich möchte direkt mit den Teilen anfangen. Bevor ich euch die ganzen DM-Artikel zeige, möchte ich euch eine neue Marke zeigen, die ich austesten durfte. Ich habe ein Set bekommen, ein Beauty-Set sozusagen, von der Marke Beauty Matters. Es ist eine neue deutsche Kosmetikmarke, die ich, wie gesagt, gar nicht kannte. Es ist ja auch eine neue Marke. Ich fand aber zwei Produkte so cool, dass ich euch das zeigen möchte. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Und ich finde es cool, dass sie nicht teuer sind. Eins von denen habe ich noch nicht ausgepackt. Und zwar einmal ein Augenlifting Booster. Habe ich noch nicht so ausgetestet. Auch nicht ausgepackt. Packen wir gleich zusammen mal aus. Und aber zwei Teile, die mir richtig gefallen haben, ist einmal hier die Feuchtigkeitscreme. 24 Stunden Feuchtigkeit. Hydrolotion Boost Creme. Und einmal ein Selbstbräuner Booster. Ich glaube, hier bin ich verknallt. Ich weiß nicht, ob ihr das merken könnt. Ich habe das heute aufgetragen und direkt gesagt, oh mein Gott, sehe ich jetzt direkt schon einen Unterschied. Also ich finde, es sieht so aus, als ob ich einen Bronzer drauf habe. Meint ihr nicht? Bitte schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr mein Gesicht für etwas gebräunter empfindet. Ich habe es ehrlich gesagt so empfunden und ich finde es richtig cool. Ich habe nur einmal hier diesen Booster, Selbstbräuner Booster benutzt. Und ich bin so überrascht und zufrieden mit dem Endergebnis. Und ich bin mir sicher, wenn ich mehrere Tage aufeinander aufbaue, wird das bestimmt noch besser aussehen. Ihr wisst, ich kann aktuell, also wir können aktuell nicht in den Urlaub und nicht braun werden. Aber ich liebe es, einen so etwas leichten Braunton auf dem Gesicht zu haben. Und ja, jetzt müssen Selbstbräuner her. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben einen Selbstbräuner aufs Gesicht getraut. Da habe ich mich nie getraut aufzutragen, weil es kann ja immer gelbstich aussehen. Und hier habe ich gelesen, allgemein bei dieser Marke, die sind tierversuchsfrei, die sind vegan, ohne Schnickschnack, ohne Duft. Wirklich, der Selbstbräuner riecht nicht nach Selbstbräuner. Ihr kennt alle, wie ein Selbstbräuner riecht und der riecht nicht danach. Und ich fand einfach die Verpackung auch richtig cool. Schaut mal, einfach nur so aufmachen. Voila, habt ihr dann hier sowas. Und dann müsst ihr nur noch auf den hier oben nur noch drücken. Dann habt ihr ein Tropfen, zwei und drei. Also ich habe das so gemacht, man benutzt das so, dass man hier diese Pflege, einfach einen Booster, ihr könnt auch nur das hier kaufen, mit einer Tagescreme, entweder hier diese, ich habe es jetzt heute damit benutzt, oder mit eurer eigenen Tagescreme vermischt, hier auf der Handfläche. Und ja, ich habe ganz bisschen normale Tagescreme genommen, vier Tröpfchen hiervon, die vermischt und dann einfach aufs Gesicht und voilà, habe ich in ein paar Stunden direkt ein Endergebnis. Dann habe ich mich gefragt, bilde ich mir das ein oder ist das so? Dann habe ich reingelesen, ist es wirklich so, dass man innerhalb 2 bis 3 Stunden direkt ein Ergebnis sieht. Und ja, ich bin zufrieden, wollte ich euch nur hier Bescheid geben und meinen Code findet ihr unten in der Infobox und hier werde ich auch alles verlinken. Wie gesagt, ich finde es auch richtig cool, dass so eine schöne Marke mit ohne Schnickschnack auch so schön günstig ist. Ihr wisst ja, meistens kostet sowas bei Sephora und so richtig überteuert. Also das hier ist höchstwahrscheinlich bald mein, werdet ihr es in meinen Favoriten sehen. Und ja, das öffnen wir mal ganz schnell zusammen. Ich will auch wissen, wie das hier aussieht. Mal gucken. Ich finde auch ehrlich gesagt die Verpackung so hochwertig cool. Also von dem Booster. Mal gucken, wie das hier so sein soll. Das ist auch derselbe. Ich fand einfach Augenlifting Booster, der soll auch sehr gut gegen Fältchen sein, gegen dunkle Augenbrauen. Da muss ich dunkle Augenringe. Da muss ich mich aber noch reintesten. Falls der mir gefällt, wisst ihr, da werde ich auf Instagram davon berichten oder euch in einem aufgebrauchten Video. Aber der ist auch richtig cool. Schaut mal, einfach nur drehen und voilà, habt ihr das da, wo
womit ihr dann nur noch dosieren müsst. Eins. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man davon braucht, aber wie gesagt, das hier wollte ich euch einfach nur dabei zeigen, weil ich finde es auch richtig cool, dass ich hierzu einen Rabattcode habe. Einfach in der Infobox reinschauen. Also wenn... Ihr könnt mir nicht glauben, wenn ich sage, bis jetzt haben die nicht gebohrt. Bis jetzt gab es keine Baustelle und voilà, habe ich mein Video aufgemacht. Ich hoffe, dass das euch nicht stört, weil ich muss jetzt weitermachen. Ich habe heute noch nämlich sehr viel vor. Ich muss lernen. Ich möchte auch ganz kurz hierzu was sagen, Mädels. Ich weiß, ihr mögt Vlogs von mir. Wochenvlogs habe ich hier gestartet, aber nicht weitergeführt. Der Grund dafür ist, dass ich gerade aktuell Klausurphase habe. Und in der Klausurphase möchte ich euch nicht andauernd damit langweilen, wie ich zu Hause mit meiner Freundin lerne. Mehr mache ich gefühlt nicht. Und manchmal gönnen wir uns eine kleine Auszeit zwischen 1 bis 2 Stunden, kommt drauf an, wie weit wir gekommen sind, wie produktiv wir an dem Tag waren. Dann sind wir entweder in Oberhausen Zentrum oder hier bei mir um die Ecke bei Action oder so oder schlendern hier im Wald. Wisst ihr, mehr machen wir eigentlich gar nicht. Deswegen wollte ich euch mit meiner Woche, sozusagen mit meinem Monat nicht langweilen, aber bald werde ich wieder damit starten, weil es hat mir auch sehr Spaß gemacht, einen Vlog zu drehen. Und ich würde auch super gerne wissen, bitte schreibt mir das mal in den Kommentaren, was ist überhaupt euer Lieblingsvideo bei mir auf meinem Kanal? Dementsprechend versuche ich das dann mehr zu drehen und euch mehr zu unterhalten, falls ihr Interesse habt. Bitte schreibt mir, was ist dein Lieblingsvideo auf meinem Kanal? Was schaust du sehr gerne? Ja, jetzt aber fange ich wirklich an. Ich finde auch meinen Korb richtig hübsch, oder? Den kennt ihr ja schon aus Frauen. Ja, ich möchte einfach nur mit dem ersten Snack anfangen und dem letzten Snack. Ich habe nichts anderes gekauft, was man essen kann. Ich mache ja ein Intervallfasten, da achte ich ein bisschen, was ich esse. Ich esse aber trotzdem alles und irgendwie habe ich dieses Mal bei DM nichts Neues gefunden, was ich probieren wollte. Und das ist wirklich sehr untypisch, weil ich liebe es, neue Sachen bei DM zu snacken, zu kaufen, was Food angeht. Dieses Mal habe ich wirklich nur diese lauen Knusper-Snacks gekauft. Der hat 1,65 Euro gekostet. Bevor ich zu etwas interessanteren Teilen gehe, möchte ich euch erstmal die großen, unspektakulären Teile zeigen, was ich immer nachkaufe. Einfach hier Tücher, 100, ups, Kosmetiktücher. Eins für hier mein Wohnzimmer, der eine ist für mein Schlafzimmer. Weichspüler, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Lieblingsweichspüler, ich kenne mich da nicht aus. Ich kaufe immer das günstigste und aktuell habe ich das jetzt günstig gefunden, ich habe nicht mal reingerochen. Ich finde Weichspüler ist Weichspüler. Ich glaube, ich möchte auch bald mit Weichspüler aufhören und ja, ich muss mich ein bisschen da reinlesen. Ich weiß, Weichspüler sollte nicht so gut sein für die Umwelt, auch nicht für die Kleider. Ich müsste mich mal da wissen, ja, mit dieser Thematik ein bisschen befassen und dann werde ich mich entscheiden. Aber aktuell habe ich jetzt wieder nachgekauft. Aber ganz normal Deo nachgekauft, mein Lieblingsdeo. Ich benutze nur den von Dove, den originalen. Und mein Mann benutzt irgendwie alles. Ich habe ihm einfach wieder Dove gekauft, weil ich den ja schön finde. Denke ich, der für Männer sollte auch gut sein. Und eine Roll-On von Balea. Wie gesagt, das sind die unspektakulären Teile, wie zum Beispiel auch hier ein Wattepad, welches ich eigentlich immer bei Action kaufe. Aber dieses Mal hatte ich zu Hause keins und ich werde ja erst in ein paar Wochen wieder zu Action fahren. Ich habe mir sozusagen fest vorgenommen, nicht immer wieder bei Action reinzuschauen und nur einmal im Monat da reinzugehen, weil der ist bei mir so um die Ecke, Leute. Da gehe ich so oft da rein und kaufe mir immer Krimskrams. Damit möchte ich aufhören. Ich werde euch nur einmal im Monat einen Action-Roll abdrehen. Ich therapiere mich selber so mit. Ja, Wattepad, Feuchttücher von Balea. Ja, das sind jetzt die langweiligen Teile gewesen. Jetzt kommen wir zu den etwas interessanteren Teilen für mich. Ich hoffe auch für euch. Ich möchte erstmal mit Pflegeprodukten anfangen. Also, nein, ich möchte erst mit Reinigungsprodukten anfangen. Und zwar, ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine. Die reinigt nicht wirklich gut. Immer die Gläser sind so irgendwie beschlagen. Ihr kennt das bestimmt alle. Und deswegen habe ich einen Waschmaschinentiefenreiniger gekauft. Da muss man einfach das hier an den Deckel aufmachen, umdrehen und leer Spülmaschine laufen lassen. Und der reinigt sozusagen die Spülmaschine.
Ich muss auch sagen, ich kenne mich eigentlich mit Elektrogeräten sehr gut aus, weil mein Papa hat jahrelang ein Geschäft geführt, wo wir diese ganzen Haushaltsgeräte verkauft haben, repariert haben. Deswegen kenne ich mich eigentlich sehr, sehr gut damit aus. Filter, alles habe ich schon gereinigt, ich habe alles schon rausgenommen. Dennoch funktioniert der nicht so, wie es funktionieren soll. Deswegen habe ich mich jetzt für sowas entschieden. Inshallah klappt das. Ich werde euch, wie gesagt, auf Instagram Bescheid geben. Und dann habe ich auch für meinen Kühlschrank etwas gekauft, was schön riechen soll. Und zwar von Denkmit, Kühlschrankfrische, neutralisiert schlechte Gerüche, schützt Aromen, platzsparende Form. Das sieht so wie eine Zitrone aus. Mal schauen, ob die gut riechen wird. Eigentlich stört mich jetzt der Geruch von meinem Kühlschrank nicht, aber ist es auch nicht das Beste. Deswegen könnt ihr ja was Schönes, Frisches als Geruch hergeben. Dann habe ich auch einen Fleckenstift gekauft von Dr. Beckmann. Möchte ich mir einfach in die Tasche reinstellen, weil ich bin eigentlich eine ganz typische Kleckermaus. Kleckermaus, aber ich kleckere extrem krass. Und ja, meistens ist es auf meinem Kopftuch. Ich hoffe, dass es auch auf dem Kopftuch sehr gut wirken sollte. Falls ich den mal benutzen werde, werde ich euch auch da mitnehmen. Aber ja, hoffentlich habe ich den immer mit dabei, weil ihr kennt ja, man hat immer sowas Cooles zu Hause irgendwo in den Taschen und dann, wenn man es braucht, ist es dann in der falschen Tasche. Ja, das darf bei mir bitte nicht passieren. Dann habe ich eine von Alverde Naturkosmetik eine Handseife gekauft. Feuchtigkeit spenden, jede Haut, Zitrone. Und ich lese gerade, sie sind ohne Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis. Verzichten auf reine synthetische Düfte, Farb- und Konservierungsstoffe. Ich fand es auch sehr schön naturtreu. Ich mag eh die Marke Alverde Naturkosmetik sehr. Öffne ich sofort und rieche mal da dran. Ich benutze seit langem nur noch solche Handseifen und nicht die pumpbaren. Ich finde ehrlich gesagt, die riechen zwar gut, die anderen, aber da ist wirklich so viel Schnickschnack mit drin, dass ich mich entschieden habe, doch sowas jetzt immer zu benutzen. Mal schauen, wie lange ich es halt aushalten werde. Aber eigentlich seit Portugal, seit unserer Reise in Portugal, haben wir immer, wow, Seife zu Hause separat gehabt. Und jetzt sind die alle. Also wir hatten sehr viel aus Portugal mitgebracht, Naturseife, die wir vor Ort gesehen haben, die das gepresst haben. Und jetzt aktuell haben wir keins mehr, aber oh mein Gott. Unübertrieben, ne? Der riecht extrem gut nach Zitrone. Nur nach Zitrone. Der fühlt sich auch ein bisschen ja, weich an, also nicht so fest, wie ich jetzt gedacht habe. So ein bisschen gummiartig. Mal schauen, ob denn schneller fertig werden. Hoffentlich nicht, aber ich würde euch gerne den Duft schicken. Ich kann mich an den hier gar nicht erinnern. Ich habe wohl ein Spülmaschinendur gekauft. Wieder Zitronenfrische, wieder ein Geruch. In diesem Haul werde ich euch mehrere Düfte zeigen, merke ich. Es kommt noch ein Duft, dann ist es aber vollendet. Duftprobe. Warum habe ich die? Ja. Es riecht nach Spülmaschinenzitrone. Ihr wisst ja, wie die Spülmaschine riecht, wenn sie frisch riecht. So riecht es mir jetzt. Würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen, wenn es danach riecht. Gefällt mir nicht. Da kann man ja direkt, ich weiß auch gar nicht, warum es kommt. Man kann ja direkt eine Zitrone benutzen, die man schon gepresst hat, die man schon aufgebraucht hat. Und aber dennoch riecht ja eine Zitrone sehr schön. Einfach mit da rein tun und voilà, würde sie bestimmt besser riechen als das hier. Aber dieses Mal habe ich mir was gegönnt. Ich fand es mega teuer, aber ich wollte unbedingt sowas haben. Und zwar habe ich ein Airwick. Botanik Airwick. Botanica Airwick, von der Natur inspiriert, ein Raumduft gekauft. Ich fand es eigentlich, also dieser Startset, Moment, hier kann ich auch test riechen, daran hatte ich auch gerochen. Und ich fand es okay, weil es ist Vanilleduft. Spricht mich nicht wirklich so ganz an, ehrlich gesagt. Ich mag ja eher so entweder extrem schön blütige Düfte, aber eher schwere Düfte, Holz, Ambre und dann, was habe ich vergessen? Ja, wirklich so schwere, harte, männliche Düfte, könnte ich beinahe sagen. Das sind wirklich meine Düfte. Und ja, ich habe jetzt, dieser Starter-Set hat 5 Euro gekostet, aber der beinhaltet hier diesen Adapter, was man direkt anschließen kann. Und ich glaube so rum.
vielleicht kennt ihr das alle, ich habe wirklich noch nie sowas gehabt. Meine Freundin ist süchtig nach Raumdüften. Ich hätte sie eigentlich fragen können. Ich bin mir sicher, sie kennt sich extrem gut aus. Aber ich wollte selber mal mich reintesten. Ach, hier kann man auch verstellen, ob man viel oder weniger Duftgeruch haben möchte. Wie macht man das? Also man dreht einfach hier außen und dann kann man entscheiden, wie sehr man den Geruch, die Intensivität haben möchte. Also wie intensiv das sein soll. Und ja, der hatte leider, wie gesagt, den Duft, den ich jetzt nicht so ganz interessant finde. Das ist der mit Vanille. Den werde ich jetzt nicht aktuell direkt benutzen. Fand ich ein bisschen blöd, dass man so ein Starter-Set nur mit diesem Duft kaufen konnte. Dann benutzt man das jetzt so. Aber ich habe mich jetzt für meinen Duft entschieden. Der ist so richtig cool. Der riecht nach karabisches Süßgras und Sandelholz. Also ich habe Holz gelesen. Oh mein Gott. Doch ja, das ist Holz. Also das ist so ein schwerer Duft, den ich definitiv besser finde als den mit Vanille. Aber jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und ich freue mich, den zu benutzen. Höchstwahrscheinlich werde ich den aber entweder im WC-Bereich benutzen oder hier im Flur. Weil ich finde es auch richtig cool, wenn man direkt reinkommt und es riecht nach dem Lieblingsduft. Und hier habe ich ja eh, ich weiß nicht, ob ihr das hinten so sehen könnt, einen Diffuser von Action. Der reicht für mein Wohnzimmer. Ich habe mir einen Bodylotion, aber Bräuner Bodylotion gekauft von Balea. Der war so günstig und ich hatte ehrlich gesagt mitbekommen, dass jemand davon geschwärmt hat, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es war. Entweder eine YouTuberin, eine Instagramerin oder eine Freundin. Ich wollte es aber immer mal testen. Ich weiß es nicht, da steht neuer sommerlicher Duft. Mal gucken, ob der nach Selbstbräuner riecht oder schön riecht. Ich kann ja direkt mal den hier auftragen. Ich hoffe mal, dass nicht nur hier jetzt alles braun wird. Also der riecht gut, sage ich mal so, aber jetzt nicht wie diese Gesichtsdrops. Weil hier riecht man wirklich, ups, ich zeige euch jetzt gerade den Augenlüfter, hier. Denn hier riecht man wirklich gar nichts. Und hier rieche ich jetzt zwar einen angenehmen Selbstbräuner-Duft, aber es ist ein Selbstbräuner. Also der riecht nach einem Selbstbräuner und das mag ich jetzt nicht. Und ganz auf dem ganzen Körper könnte das echt ein bisschen zu intensiv riechen. Mal schauen, ich werde es einfach mal benutzen. Da steht mit zartem Bräunungseffekt, 24 Stunden, feuchtigkeitspflegend. Ja, das ist richtig viel. Also hoffentlich gefällt der mir, sonst weiß ich nicht, wie ich den aufbrauchen soll. Ich habe mir auch noch eine getönte Tagescreme von Balea gekauft. Und ja, in der helleren Version mit einem UV-Schutz von 15 für optische, ebenmäßige Hautbild, zarte Tönung steht drauf. Ich werde es auch wieder auf meinem Handrücken testen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, den hatte ich mal. Und ich weiß aber nicht, ob ich den gut gefunden hatte damals oder ob das immer noch derselbe ist. Weil irgendwie sieht der optisch ein bisschen anders aus. Aber es kann ja auch sein, dass die Textur sich geändert hat, also der Inhalt sich geändert hat, aber oder auch nur wirklich die Verpackung. Ich weiß es nicht. Falls ihr mehr wisst als ich, könnt ihr mal bitte mir Bescheid geben. Ich zeige euch mal die Farbe. Also das ist wirklich so ein Farbton, also wirklich hell. Den gab es auch in dunkel. Also ihr merkt, es könnte wirklich was Schönes sein. Es sieht für mich jetzt wirklich nicht deckend aus. Es sieht wirklich wie eine Creme aus. Ob sie mir jetzt ein bisschen Farbe gegeben hat, habe ich jetzt nicht so ganz erkannt. Aber ich werde es testen. Ich zeige euch nochmal zwei Teile, die ich immer nachkaufe. Und zwar hier Balea Reinigungsöl. Ich bin wirklich sehr überzeugt von dem Produkt. Der entfernt wirklich alles. Also jedes Make-up wird damit sehr schnell entfernt, finde ich richtig cool. Lässt sich auch sehr schön abschminken. Eigentlich mag ich viele Öl-Abschminkprodukte nicht, weil die geben einem so einen komischen, öligen Film auf dem Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Viele Produkte habe ich weggeschmissen, weil die mir nicht gefallen haben. Aber interessanterweise finde ich diesen Reinigungsöl richtig gut. Der lässt sich sehr schnell auch abwaschen und man hat nicht so einen ekelhaften Film auf dem Gesicht. 100% Empfehlung. Dann benutze ich auch immer ein Micellenreinigungswasser von Garnier, aber Garnier Skincare Aktiv.
Aber der ist neu und zwar der ist mit Rosenwasser. Das fand ich richtig cool. Man riecht es auch ganz minimal raus, aber wie gesagt, ich fand es richtig interessant, dass man jetzt sowas mit Rosenwasser hat. Und wir wissen alle, dass Rosenwasser sehr gut der Haut tut. Und ja, der entfernt Make-up, reinigt Schuppen und bringt die Haut zum Strahlen, steht hier drauf. Mit Rosenwasser für einen besonderen Glow, Gesicht, Augen und Lippen ohne hohe Verträglichkeit, dermatologisch und augenärztlich getestet. Es ist wirklich ein Produkt, welches ich immer nachkaufe, aber ich glaube, ich kaufe den immer in grün oder in blauer Kappe. Dieses Mal habe ich den jetzt in rosa gekauft, weil er neu mit Rosenwasser ist. Dann habe ich mir interessante Sachen gekauft. Ach, Moment. Ich habe auch noch was gekauft, was ich immer wieder nachkaufe. Vitamin C, Konzentrat. Das ist auch wirklich ein Nachkaufprodukt. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Und ja, jetzt zeige ich euch mal ein paar neue Teile, die ich für mich jetzt neu entdeckt habe. Und zwar finde ich sehr interessant, dass man so ein Enzympeeling und einen Rosatoner hat. Also in Pulverform ist das. Ach, das hier nicht. Rosatoner ist wirklich einfach eine Maske, die man so rausquetschen kann und auftragen kann. Aber das fand ich cool. Ein Enzympeeling, Biotin, diese Marke kenne ich gar nicht. Höchstwahrscheinlich ist sie jetzt nicht neu, aber ich war, wie gesagt, nicht lange in DM, deswegen kenne ich sie nicht. Das ist wirklich so ein Pulver. Augenpads, Kollagen und plus Gold. Ich habe es jetzt wirklich nicht Mädels gekauft, weil da Gold drauf stand. Ich fand einfach die Farbe schön. Ich habe auch nicht wirklich gelesen. Ja. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Aber ich habe wieder von der Biotin-Marke. Es ist eine DM-Marke, erkenne ich gerade. Da habe ich das jetzt eben nicht gemerkt, aber es ist eine. Doch, eine DM-Eigenmarke, wie es so aussieht. Da habe ich wieder eine Glow Booster-Ampulle gekauft. Nur einen. Frischer praller Glow, Ultrafeuchtigkeit spenden mit dreifach Hyaluronsäure. Das muss ich irgendwie echt aussprechen können. Dann zeige ich euch noch vier Kosmetikprodukte. Ich komme ein bisschen näher. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ich habe eine neue Lippenstiftfarbe. Moment, gefällt mir jetzt. Die ich so irgendwie noch nie getragen habe. Die ist nämlich sehr sommerlich und sehr hell. Ich weiß auch nicht, ob es mir wirklich so genau gefällt. Es ist was anderes. Es ist was anderes, es ist was Neues für mich, weil ich habe wirklich nur zwei Farben, die ich jeden Tag benutze. Einmal von Maybelline 24 Stunden Stay 24 Stunden Lippenstift. Ich zeige euch den dann hier in der Farbe 65, das ist meine Lieblingsalltagsfarbe. Und einmal von Rossmann auch ein Liquid Lipstick in der Farbe Rosa, zeige ich auch euch hier. Und diesmal habe ich mir jetzt zum ersten Mal was Neues, wie gesagt, was Interessantes gekauft. Der passt gerade, finde ich, sehr gut zu meinem Blazer. Der ist so, ja, so ein Peach-Ton ist das für mich. Das ist die Farbe 20 von Trended Up. Das ist hier so eine Verpackung. Die Farbe sieht auch so aus, vielleicht sieht man das jetzt so besser. Es ist wirklich so ein Peach-Ton, Aprikot-Ton, würde ich jetzt so sagen. Also kein Rosa und kein Rot. Ja. Einen neuen Mascara gekauft von Essence. Hierbei habe ich auch mitbekommen, dass das viele hypen. Deswegen wollte ich mal gucken, ob das auch was für mich ist. Eigentlich brauche ich aktuell keine Mascara. Ich benutze den von Primark und bin sehr, sehr zufrieden mit dem. Maximum Definition Volumen Mascara. Und ich zeige euch mal auch noch die Bürste. Sieht eigentlich sehr gut aus. Ich mag hier diese Plastikbürsten mehr als die anderen. Sieht eigentlich ganz okay aus. Müsste ich nochmal austesten. Dann habe ich zwei Teile, obwohl, ach Mädels, das ist ja auch so ein Nachkaufprodukt. Hätte ich euch auch eben zeigen können. Ich liebe es, Blush zu benutzen, die wirklich ganz feine Schimmerpartikel beinhalten. Das war ein Teil, welches ich aufgebraucht habe, euch auch in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt habe. Der ist aus von der Marke Max Factor und in der Farbe Paris. Gefällt mir wirklich sehr. Obwohl, vielleicht kann man das erst swatchen, aber ich glaube nicht. Ach doch.
wirklich den benutze ich sehr gerne. Ich habe den jetzt nachgekauft. Dann habe ich was gekauft, was ich so jetzt noch nie gekauft habe. Ein Sunflower Glow Bronzer Puder von Catrice. Der beinhaltet auch diese Schimmerprodukte. Ich liebe es, egal was es ist, auf meiner Wange was Schimmriges zu haben, weil ich benutze nur eins. Jetzt aktuell habe ich wirklich weder einen Bronzer noch einen Highlighter. Ich benutze wirklich nur einen Blush mit Schimmerpartikel. Und den benutze ich, also sowas benutze ich wirklich seit Jahren. Und dann brauche ich nicht einige Produkte aufzutragen. Dann trage ich nur eins auf. Und das ist jetzt so ein Bronzer. Mal schauen, wie der ist. Den habe ich dort vor Ort auch nicht testen können. Wegen Corona darf man ja keine Produkte testen. Der gefällt mir. Der könnte wirklich schön als Bronzer dienen. Doch, der könnte wirklich gut aussehen. Ja, Mädels, das war mein Video. Ich habe euch alles versucht ganz schnell zu zeigen. Es ist aber wieder mal etwas länger geworden als geplant. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Bitte schreibt mir in den Kommentaren, was ist euer Lieblingsvideo, was soll ich für euch mehr drehen, was wollt ihr mehr auf meinem Kanal sehen, und dementsprechend versuche ich mich zu orientieren. Ja, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Hijab-Laws.